Ja. Ich sollte mal in Schlangenkrone gehen und mit Takano reden, ob er mir das Horn noch rausrückt, was er hat. Dann könnte ich nämlich die Wandschnitzerei, ja, wahrscheinlich öffnen. Gucken, was dahinter ist in der Schatzkammer. Aber erstmal bin ich froh, dass ich die Riesenmade besiegt habe. So, wir nehmen jetzt die Treppe hier dann runter, dass wir gegen die Fäulen noch kämpfen können, die da sind. Oh, ich dachte schon, der Fluch der Dunkelheit hätte nachgelassen. Aber scheinbar doch noch nicht. So, prügeln wir uns durch die Erdfäule durch, die eigentlich nichts mehr Besonderes kann. So. Und weg ist die Erdfäule. What can I do? Absolutely. Oh, eine schwarze Perle. Happily. Alter, Akipose und Dietrich, ja? Oh, Flammenfäule. Die hat sich hier drin versteckt. So, damit haben wir hier alles. Nur hier unten waren wir noch nicht ganz fertig. Genau hier. Dietrich, Feuerstein 100. Das ist okay. Ein paar Werkzeuge mehr zu haben. Von hier aus kann ich zurück in die Altstadtruinen erstmal. Also ja, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession dann mit dem Boot zum Ankerplatz fahren. Und das werde ich wahrscheinlich gleich noch machen. Da kann ich dort am Ankerplatz wahrscheinlich Zeug verkaufen. Wahrscheinlich, das werde ich Zeug verkaufen. Werde mit nach Schlangenkrone gehen, dort erstmal mit dem Prinzen reden und mir die Muschel besorgen. Auch wenn er 1000 Kupferpfand dafür haben will, das ist es dann doch wert. Ja. War auf jeden Fall wieder mal ein cooler kleiner Bossfight. Got something for me? Hast du etwas für mich? Ich habe den alten Tempel an einer überfluteten Stelle gefunden, wo die Wasserfälle aufeinandertreffen. Gut, aber ich passe auf, dass niemand es stört. Sie klopft dir auf die Schulter. Dario will be pleased to hear the news. How about you go tell him and collect your reward? In der Zwischenzeit wird sich Dario freuen, wenn er die Neuigkeiten hört. Wie wäre es, wenn du ihm erzählen gehst und dir eine Belohnung holst? Was wird er mit einem Mosaik von Ukaiso? Ihr Lächeln gefriert auf ihren Dario's Lippen. The only one to talk about Dario's business. If I was you, I'd forget about this and take my pay. But it's your neck.
Dero ist der Einzige, der über Dereos Geschäfte spricht. Wenn ich du wäre, würde ich das hier vergessen und mit meiner Bezahlung zufrieden sein. Aber Stein heißt, sie zuckt mit den Schultern. Ngati would sink the island beneath the waves before handing it over to pirates. Ngati würde die Insel unter den Wellen versinken lassen, bevor sie an die Piraten ausliefern würde. Ja, müssen wir ja erstmal nicht. Wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal das Boot in die Oberstadt, um an die zweite Muschel zu kommen. Und vielleicht mit dem Prinzen zu reden, damit der sich um die Sache hier unten kümmert, also im Schlund, dass die Leute mehr Essen kriegen. Beziehungsweise, dass sie überhaupt mal Essen kriegen und nicht nur Abfälle. Und wir versuchen, die zweite Muschel zu kriegen. Bist du derjenige, den Dereo geschickt hat? Ja, der bin ich. Ich bin schon mal hier durchgekommen. Zum Ankerplatz, oder? Du ruderst durch enge Höhlen in das Schweigen einer ruhigen Du ruderst durch die enge Höhle, in der das Schweigen einer ruhigen See herrscht, in die Bucht von Nekataka und suchst dir deinen Weg zum Ankerplatz der Königin. Kann ich mit dem auch dann wieder zurückrudern, jetzt da ich weiß, wie man in die Bucht reinkommt? Wäre schon irgendwie praktisch. Ja gut, dann nutze ich die paar Minuten, die ich noch habe, um zu den verschiedenen Händlern zu gehen und dort mein Zeug zu verkaufen. Ja, damit könnte ich dann definitiv zum Gewölbe rudern. Was ist in der Kiste drin gewesen? Das Schiff. Hm. Ich weiß, ich habe hier oben einen Waffen- und Rüstungshändler und hier einen Robenverkäufer. Bei dem ich die Sachen loswerden kann, auf jeden Fall. Ich sage, red mir einfach rein, dass es mehr Sinn macht, das richtige Zeug an die richtigen Leute zu verkaufen. Island folk tend to prefer take your time. Ja. So, Versteck rüstungsmäßig. Sortier das Ganze mal nach Geld. Die Kleidung kann weg. Die orwellische Kleidung. Aotai-Kleider und Ruparo-Kleidung kann auch weg. Die Arkimir-Kleidung behalte ich mal noch. Und die Robe, die kann ich bei dir verkaufen. Dann war hier drüben ein Schuster. Ach, hier unten. Ach Mist, der ist da oben. Okay. Hast gewonnen. Ich verkaufe die restlichen Rüstungen beim Rüstungsschmied. So will ich auch die ganzen Waffen dort verkaufen werde, die ich nicht mehr brauche. Das wird mir schon ein kleines Sümmchen einbringen. Vielleicht so 2000, rechne ich mal damit. Welcome back. Looking for. Jo. Gut.
Also ja, Brigantinen können weg, weil ich habe hier, glaube ich, gute Lederrüstung, gute Robe, Rohrhaut, Brustharnisch. Naja, aber Brigantinen. Naja, der Schuppenpanzer kann theoretisch auch weg. Ich habe Kettenrüstungen, die sind vergleichbar mit dem Schuppenpanzer. Dann können die ganzen Gambasons weg, die Rustharnische können weg, weil ich habe hier oben drei Stück. Die Brigantine kann auch weg, die Lederrüstung können auch weg. Die Prinzipi-Lederrüstung ebenso, die Raotai-Gambason können weg. Schuppenpanzer und Rohhautrüstung können weg. Guter Plattenpanzer behalte ich mal. Hier behalte ich von jedem eins. So. Waffen. Ich habe sehr viele Fackeln, die ich nicht stacken kann. Also gehen mal vier davon weg. Alle Dolche weg. Keulen können weg, Äxte können weg. Kriegshammer, die Pistolen können weg, weil ich habe hier mindestens eine gute. Die gute Keule kann übrigens auch weg. Ja, alle normalen Akebusen können weg. Ich habe nämlich eine gute mindestens rumliegen. Oder? Nö, habe ich nicht. Egal. Normale Schwerter und Säbel können weg. Normale Speere ebenso. Also wie die Zauberstäbe und die Stilette. Die ganzen Xaurib-Waffen, Zauberstäbe, Zepter können weg. Die ganzen mittleren Schilde. Eigentlich das ganze Xaurib-Zeug. Die Zweihänder, weil ich habe mindestens einen guten Zweihänder da oben. Nee, den habe ich, glaube ich, Palegina gegeben. Panzerbrecher. Stilette können alle weg. Kriegsbeile können auch alle weg, genauso wie Streitäxte. Dolch behalte ich mal ein. Die ganzen Nagerwaffen können weg. Ich habe einen guten Jagdbogen und eine gute Armbrust, also kann das auch mal weg. Guter Zauberstab kann weg. Guter Streitkolben, die können alle weg. Ja, wie ich das sehe, haben sie den Sprachbug, der aus dem ersten Teil mitgekommen ist, jetzt doch endlich behoben. Weil die Mordaxt zum Beispiel wird als Mordaxt angezeigt und auch das Zweihandschwert als Zweihandschwert. Fällt mir gerade so auf. Guter mittlerer Rundschild und die Schilde können weg. Wir haben hier nämlich ein außergewöhnliches Dreiecksschild. Und auch einen außergewöhnlichen Stab. So, hier noch. Helme können alle weg. Eigentlich kann hier alles weg. Was nicht magisch ist. So. Und wir sind fast, haben fast unsere Geld verdoppelt. I'm here, certainly. Yay. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit Geld verdienen. Ich habe hier nämlich noch einen Schiffsbauer, dem ich ein paar Kanonen verkaufen möchte. You again? So, schon wieder mit deinem Wahnsinn. Come take a look. Ja. Versteck hier. Und im Prinzip die Flagge, weil zwei brauche ich nicht. So. Gut. Das da ist nichts wert, deswegen brauche ich es kaum verkaufen. Gestandenem Fleisch. Ich glaube, das werde ich einfach wegschmeißen.
Kann ich darauf auch von hier aus zugreifen? Natürlich nicht. Gut. Das heißt, dass in der nächsten Aufnahmesession geht es zur Schlangenkrone hoch. Ich speichere das Spiel erstmal hier. Das ist dann LP025 mittlerweile. Und da sehen wir uns gleich wieder.